Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein neues Biotop-Aquarium, habe ich mir gedacht. Ihr wisst ja, letztes Jahr habe ich bei der Biotop-WM teilgenommen und habe da ja fürs erste Mal auch eine ganz gute Platzierung erreicht mit dem Aquarium hier. Da habe ich ja die Aschauf hier nachgebildet, die bei mir hier vor der Tür fließt. Ja, und dieses Jahr, wisst ihr, war ich ja auf Kreta und habe den Kurnassee besucht, den größten Süßwassersee, also größten natürlichen Süßwassersee dort auf Kreta. Und war da ein bisschen schnorcheln und habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch da oben nochmal anschauen. Hier seht ihr noch ein paar Unterwasseraufnahmen davon. Ja, wie gesagt, dieser See hat mich so inspiriert, dass ich unbedingt ein Biotop-Aquarium, ja, nachbauen wollte von diesem See. Die passenden Steine habe ich sogar gefunden. Das sind die hier, das sind diese Aquarienfelsen von Aquadeco. Sehr geil, die hatte ich noch. Die haben beim Thomas gelegen. Grüße gehen raus an Thomas, danke fürs Lagern. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang, sondern fangen jetzt erstmal an mit dem Hardscape vom nächsten Biotop-Aquarium. Ja, bevor wir anfangen, erstmal zum Aquarium. Letztes Jahr hatte ich ja das Doha-Paludarium. Dieses Jahr habe ich einen 60x36x20 cm Shallow-Tank mit so leicht abgeschrägter Seiten- und Rückwand. Ja, ich wollte auf jeden Fall wieder einen Shallow-Tank nehmen, weil ich auch oben rausbauen will. Ja, wie gesagt, Steine haben wir ja auch genug. Ist einiges am Start, den müssen wir wahrscheinlich ein bisschen klein hauen. Wie gesagt, diese Aquarienfelsen sind saugeil dafür geeignet. Haben wie gesagt dieselbe Struktur wie im Kurnassee, die ganzen Steine. Dann habe ich hier noch ein paar verschiedene Wurzeln. Das ist einmal, glaube ich, Manzanita-Wood. Passt, glaube ich, ganz gut. Dann hier so ein bisschen Morkin. So was ähnliches war auch in dem See vorhanden. Macht sich auch ganz gut. Und was das ist, weiß ich gar nicht. Es ist kein Talawa. Aber es sieht auch ungefähr so aus wie die Sachen aus dem Kurnassee. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal das Hardscape daraus. Los geht's. So, Freunde, also das Hardscape steht jetzt, habt ihr gerade gesehen in der Timelapse. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz so ein bisschen, was ich da jetzt gemacht habe. Also ich habe die Steine mit der
Ja, Sekundenkleber und Wattetechnik verklebt, habt ihr ja gesehen im Video. Und auch diese kleinen Verästelungen habe ich da dran geklebt. Diese kleinen Verästelungen sollen ungefähr diese Szene hier im See nachempfinden. Seht ihr jetzt? Also da wachsen ja auch so kleine, ja, Äste oder Wurzeln ins Wasser rein. Ja, bei dem Ast hier habe ich mir gedacht, mache ich einfach so eine Miniaturausgabe von dieser Szene hier im See. Fand ich ganz witzig, das Ganze im Miniaturformat hier so mit zu integrieren. Ja, hier nochmal so ein bisschen reinwuchernde, ja, Verästelung. Das Ganze ist ja so, dass es nur bis hierhin unter Wasser steht. Das heißt, diese Höhle hier hinten steht auch nur zur Hälfte unter Wasser. Das heißt ungefähr bis hierhin. Ja, also hat man hier, ja, schönen Schwimmraum und eine schöne Höhle für die Fische, die dann später da reinkommen. Ja, für die Technik habe ich hier hinten Platz gelassen. Also es kommt ein Innenfilter auf jeden Fall mit rein. Der wird hier hinten platziert. Dann ist die Strömung hier schön durch diese Höhle durch das ganze Becken. Hier auf der Seite will ich ein bisschen Schilf bepflanzen. Schilf ist die einzigste Pflanze, die ich noch weiß aus dem Kunassee und die ich auch hier habe, die ich da reinpflanzen kann. Falls der ein oder andere von euch zufällig weiß, was für Pflanzen an dem Kunassee oder in dem Kunassee wachsen, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich habe Kevin von Aquadicted schon gefragt. Der hat gemeint, es wachsen auf jeden Fall Armleuchteralgen da drin. Ist ein komischer Name, aber die Algen sind hier immer eingeblendet. Die werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Wo weiß ich noch nicht genau, aber die werden hier vorne partiell noch reinkommen, sodass wir so ein bisschen Grün auf jeden Fall hier haben. Ja, und an Sand habe ich einen JBL-Sand genommen, einfach den hellen River-Sand. Der passt ganz gut in das Layout rein. Auch von der Farbe her sieht der genauso aus wie aus dem Kunassee. Dann habe ich mir ein paar kleine Bruchstücke gemacht von diesen Aquarienfelsen hier. Hab die mit hier eingebracht, sodass das Ganze halt ein bisschen natürlichere Optik bekommt. Finde ich, ist mir auch ganz gut gelungen, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und alles in allem sieht es doch eigentlich wirklich aus wie, ja, eine Szene oder wie ein Abschnitt aus dem See. Also gerade so Uferbereich, oder nicht? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich finde, kommt schon echt nah. Ja, hier unten habe ich so einen kleinen Vorsprung gelassen. Das finde ich auch ganz cool. Gerade für die Fische, wenn die da, sich da tummeln. Ja, und diese Bereich hier, diese Höhle zum Beispiel, dahinter will ich schon auch noch ein bisschen was von diesen Armleuchteralgen pflanzen, dass wenn man da durchschaut, dass man so ein bisschen Grün noch sieht, dass das Ganze halt noch ein bisschen aufgelockert wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein bisschen was habe ich mir schon besorgt von einem Kollegen aus dem Teich. Das ist so ein bisschen Schilf. Und ja, das sind jetzt so die Pflanzen, die ich jetzt schon mal einbringen kann, die ich jetzt auch hier habe. Da würde ich sagen, die pflanzen wir jetzt mal direkt ein. Also ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass ich ein so ein Büschel hier auf die Seite. Was läuft denn hier rum? Wer bist du denn? Irgendein Käfer. Okay. Ja, egal. Ja, eine Pflanze kommt auf jeden Fall hier in die Ecke rein. Ich hoffe, dass die dann Auslaufer bildet und hier den Bereich auch zumacht, dass wenn man hier reinschaut, dass man da halt schon auf jeden Fall ein bisschen Grün hat. Fände ich ganz cool. Den werden wir jetzt mal ein bisschen fixieren mit ein paar Steinen. Das Schilf braucht zum Glück nicht so viele Nährstoffe. Ich hoffe, dass das mit dem Sandboden da klarkommt. Und ansonsten kommt da noch eine Düngetablette unten dran. Also man sieht, es ist sehr wenig Sand. Ich werde das Ganze noch so ein bisschen fixieren hier mit so einem Bruchstück. So, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen Bereich, der hoffentlich hier zuwächst. Hier ist auch schon so ein Ausläufer vorne dran. Dann würde ich eine nehmen und würde die gerne hier in dem Bereich machen. So ziemlich mittig. Finde ich auch ganz cool, dass der Bereich hier so ein bisschen begrünt ist. So, das Ganze werden wir auch ein bisschen fixieren mit so einem Stückchen Bruch. Wie gesagt, falls das irgendwie Nährstoffmangel hat, bekommt es eine Düngetablette unten drunter. Ja, dann haben wir hier noch ein Stück. Und dann nehme ich mir jetzt mal eine Pinzette zur Hand. Das Stück würde ich gerne hier so in dem Bereich pflanzen, dass das hier hinten so aus der Ecke rauskommt. Das ist dann auch so teilweise unter Wasser, teilweise über Wasser. Einfach um diesen linken Bereich hier so ein bisschen grün aufzulockern. Ich zeige es euch mal hier von der Seite. Das werden wir auch hier so ein bisschen fixieren. Mit so ein paar Bruchsteinen. So, dann wächst das hier so raus. Jetzt haben wir noch so ein paar kleine Stückchen. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal und setzen die noch mit hier rein.
Gut, also jetzt haben wir wenigstens schon mal Schilf drin, so ein bisschen Bepflanzung. Und ja, wie gesagt, falls der eine oder andere von euch irgendwie eine Idee hat, wo ich Informationen herkriege, was in diesem Kunas hier noch an Pflanzen wächst, weil im Internet steht halt nur, dass seltene Wasserpflanzen drin wachsen, kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen, dass wir so noch so ein bisschen was begrünen können. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was wir da noch einsetzen können. Biotop-Aquaristik ist halt, dass man ja biotop-typische Pflanzen reinsetzt. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir da nehmen. Hier oben habe ich mir gedacht, mache ich vielleicht auch noch ein bisschen Bepflanzung hin. Ich weiß noch nicht was. Da muss ich mal schauen, was so oberhalb vom Kunas hier so wächst. Vielleicht irgendein Moos oder sowas, dass wir so ein bisschen die Stellen abdecken. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch so ein bisschen bewässern, dass, ja, dass ich hier so irgendwie einen Schlauch hochlege, dass hier so ein bisschen Wasser runterläuft oder so. Mal schauen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber wie gesagt, hier hinten ist der Platz für den Innenfilter später. Hier ist noch ein bisschen Platz für Bepflanzung. Und ja, so partiell mache ich hier vorne auf jeden Fall noch ein paar Pflanzen rein. So, ich würde sagen, das war es jetzt von dem Hardscape von meinem Kurnassee Biotop Aquarium. Wie gesagt, eure Meinung ist noch gefragt, was wir da noch einsetzen können oder was ich noch vielleicht noch verändern kann oder so. Oder was für Pflanzen wir vor allem nehmen sollen, weil wir brauchen unbedingt halt Pflanzen, die in diesem See wachsen. Falls da irgendjemand eine Idee hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Shots vom Aquarium. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit ein paar mehr Pflanzen und fluten das Ganze auch. Also ich werde jetzt schon mal ein bisschen leicht mit Wasser füllen, dass das Schilf wenigstens ja, nicht im Trockenen steht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.